Hallo, ich bin Carsten in Erkrath. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Das mit dem Begleiten, das meine ich diesmal wörtlich. Also hier fließt die Düssel und ich lade euch ein, diese Tour, die ich jetzt heute gehe, mit mir am 30. Juni diesen Jahres zu gehen. Das ist heute jetzt meine Proberunde. Ich habe diese Tour hier am Weißbrett am Computer geplant. Und jetzt möchte ich natürlich sehen, ob die auch wirklich so funktioniert, ob wir die gehen können. Und ich denke mir, ihr habt dann auch einen gewissen Vorgeschmack, was die Tour angeht. Ja, also los geht's hier im Tal der Düssel und ja, ich war schon ein paar Mal hier in der Gegend und auch schon hier auf dem Weg gelaufen. Also ich habe Teile des Weges kenne ich schon, habe da einfach auf eine alte Tour aufgebaut, sage ich jetzt mal so. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. Und wie gesagt, am 30.06., wenn ihr Lust habt, seid ihr gerne eingeladen. Aber die genauen Infos, die kommen nachher noch. Was ich bis gerade auch nicht wusste, dass ein Teil des Weges oder dieser Teil des Weges hier auf einer der Neanderlandsteig-Entdeckerschleifen hier lang führt. Finde ich auch interessant, weil da bin ich auch noch keine von gegangen. Ja, wir sind hier wirklich im Herzen des Neanderlands, wenn man so will. Und ja, das gesamte Tal hier wird ja insgesamt dann auch als das Neandertal bezeichnet. Wir werden nachher auch irgendwann am Museum vorbeikommen, aber auch nicht reingehen. Und zur Fundstelle werden wir jetzt auch nicht gehen, weil so spektakulär ist sie auch nicht. Und habe ich mir gedacht, ne, die locken wir einfach aus. Ja, ist für mich jetzt gerade ein bisschen schwer, nicht überall die Kamera drauf zu halten, weil so ein paar Sachen will ich natürlich noch für die Tour aufbewahren. Die muss man einfach selber sehen. Und ja, ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle, will euch mit diesem Video natürlich auch so ein bisschen anteasern, aber ich will euch natürlich auch nicht zu viel verraten. Warum? Kommt einfach mit.
Ja, am eiszeitlichen Tiergehege sind wir nur angekommen. Nur leider scheinbar im Moment keine Tiere da. Ja, vielleicht haben wir im Juni mehr Glück. Aber wir kommen ja gleich noch an einem anderen Gehege vorbei. Aha. Hier sollen die Auerochsen stehen. Da gucken wir mal. Aha, hier haben sich die Auerochsen verkrochen. Gibt also doch Tiere hier. Dann kommen wir auch schon zur Steinzeitwerkstatt. Das bedeutet für uns natürlich, dass das Museum auch nicht mehr weit ist. Und auch, dass die erste Pause nicht mehr weit ist. Ja, und hier hinter mir im Wasser liegt eine Leiche, eine Wasserleiche. Aber die zeige ich euch jetzt nicht. Die müsst ihr euch schon selber angucken, wenn ihr hier seid. Mal eben aufs Navi gucken. Oh ja, ich glaube, hier geht's lang. Ja, da drüben ist dann das Neandertal-Museum, wo wir nicht reingehen. Hier bietet sich an, die erste Pause zu machen. Und dann geht's jetzt wieder schön im Schatten weiter. Nachdem wir uns jetzt vornehmlich ja an der Düssel entlang gehalten haben, geht's jetzt dem Mettmanner Bach, der hebt flussaufwärts. Ja. Geht auch schon direkt hier, wäre ich auf los. Ja, das Schöne an der Tour ist, gerade an so einem sonnigen Tag, also wenn es ziemlich heiß sein sollte, also ungefähr 3/4 der Tour liegen komplett im Schatten. Ja, wir gehen jetzt gleich noch mal ein ganzes Stück übers Feld, aber dann kommen wir dann auch wieder in den Schatten zurück. Mist! Jetzt habe ich hier tatsächlich eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Jetzt muss ich erstmal voll in die falsche Richtung laufen. Das passt mir jetzt gerade gar nicht. Aber nun gut, ist ja eine Testtour. Dann werden wir halt ja, wahrscheinlich ein Stückchen mehr an der Straße gehen müssen. Muss ich mal schauen. Ja, eigentlich hätten wir hier rauskommen sollen und dann wären es nur so circa 300 Meter Straße, aber irgendwie ist der Weg da hinten doch zu Ende. Da gibt es die Verbindung, die eingezeichnet ist, die gibt es nicht. Ja, jetzt müssen wir wohl so, ich schätze mal, 800 Meter Straße dann laufen. Nach einem kurzen Abstecher zum Dorf Grüten geht es dann auf dem Neanderlandsteig wieder an der Düssel entlang weiter Richtung Gasthaus zum kühlen Grunde, wo wir dann ja,
auch einkehren werden. Das ist so circa 1,5 Kilometer vor Schluss. Ja, hier hinter mir seht ihr die Gaststätte zum kühlen Grunde. Noch von hier aus sind es noch circa, also nicht 1,5 Kilometer. Aber hier werden wir dann Schlusseinkehr machen. Da gibt es ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Ja, ich werde mich jetzt auf das letzte Stück begeben. Und denke mal, ich gebe euch jetzt mal alle Fakten zu der Tour. Also wie gesagt, am Samstag, den 30.06. um 9.30 Uhr soll es dann losgehen. Und Treffpunkt ist der Parkplatz am Winkelsmühler Weg in Erkrath. Der ist übrigens auch ganz gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, beziehungsweise ich schätze mal maximal einen Kilometer von da ist der S-Bahnhof Erkrath. Ich werde es dann mal alles in der Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise ich werde die Veranstaltung ja auf Facebook reinsetzen, da werde ich alles ganz genau reinschreiben. Und ja, wir schätzen mal so, wir werden so auf irgendwas zwischen 18 und 19 Kilometern kommen an dem Tag. Und ja, der Track, der haut nicht hundertprozentig so hin, wie ich es mir gedacht habe, leider. Dementsprechend müssen wir ein bisschen mehr an der Straße entlang laufen, allerdings auf einem extra Fußweg, also von daher ist das kein Problem. Ich denke mal, das kann man dann machen. Es müsste, ja, sag mal, schätze mal 800 Meter und dann später auch nochmal so 500 Meter Straße. Ja, mein Gott. Auch hier läuft man ein bisschen asphaltiert, also wir werden zwischendurch immer wieder auch auf asphaltierte Wege treffen. Das lässt sich hier in der Gegend immer nicht ganz vermeiden. Das meiste werden allerdings Schotterwege sein. Ja, und ich würde sagen, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Ich laufe jetzt hier noch die letzten, wie gesagt, 1,5 und wenn es 2 sind, aber glaube ich noch nicht mal, was sagt denn das Navi? Ja, 1,1 Kilometer. Habe ich schon ganz gut geschätzt. Ja, ich laufe die letzten 1000 Meter dann jetzt noch. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich dann am 30. Juni hier auf der Tour nochmal begleiten würdet. Also wir laufen hier dann großenteils durch schöne Bachtäler, durch Bachauen zum Teil. Also ich habe ja heute mit Absicht nicht so viel gefilmt, weil ich euch ja auch nicht zu viel verraten will. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bedanke mich auf jeden Fall für heute, fürs Zuschauen. Und ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Mal oder vielleicht sogar am 30.06. Ciao.